Photovoltaik. Ohne sie ist die Energiewende undenkbar. Für die Herstellung der stromliefernden Zellen wird besonders reines Silizium benötigt. Das muss importiert und teuer aufbereitet werden. Jeder kennt Wüsten und Sand. Das ist im Prinzip der Rohstoff. Siliziumdioxid gibt es also sehr häufig. Das Problem ist allerdings, dass man, um Silizium rein zu gewinnen, sehr viel Energie einsetzen muss. Und somit wird jedes Kilogramm rein Silizium sehr interessant, auch im Recycling. Im sächsischen Freiberg, 40 Kilometer östlich von Dresden, stellt das Startup Lux Chemtech Blöcke aus solchem, besonders reinem Silizium her. Dabei entstehen im Produktionsprozess an den Außenseiten der Blöcke Verunreinigungen, die sich nicht vermeiden lassen. Das ist also ein typisches Segment eines Seitenteils, eines Siliziumkristalls, eines Ingots. Und man sieht sehr schön hier die weißen Stellen, aber auch hier in diesem geschipperten Bereich die Anhaftung des Tiegels. Das sind Trennmittel wie zum Beispiel Siliziumnitrit. Rund 80 Tonnen reines Silizium verarbeitet das Team von Lux Chemtech pro Monat. Bis zu 30% davon werden bei der Produktion verunreinigt und können danach nicht mehr für den Einsatz, zum Beispiel in Solaranlagen, verwendet werden. Zu viel, dachten die Macher, suchten nach rentableren Verfahren des Recyclings und fanden sie. Das Besondere daran ist die Kombination vieler ganz verschiedener Prozesse und Verfahren, die es uns ermöglicht, ganz verschiedene Materialien aufzubereiten und dann gemeinsam in den Kreislauf zurückzuführen. Das muss nicht immer die vorherige Nutzung des Materials sein. Es sind ganz verschiedene Branchen, die wir bedienen können. Die Abfallteile des Siliziums werden gesammelt und zerkleinert. Nach einer mechanischen Reinigung folgt eine nass-chemische Behandlung. So werden die letzten Verunreinigungen aufgelöst. Die in diesem Prozess entstehenden Gase werden direkt im Werk einer Abluftreinigung unterzogen. Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Die meisten Hightech-Materialien müssen wir importieren. Und deswegen ist es extrem wichtig, die Sachen, die man einmal im Prozess hat, in der Hand behält, auch wenn sie dann als Nebenprodukt erscheinen oder als Abfall auftauchen, mit diesen Materialien zu arbeiten und diese eben wieder einer Verwertung oder einer Verwendung zuzuführen. Die Innovationen der Sachsen weckten international großes Interesse. Heute verarbeitet das Team der Chemietüftler die verunreinigten Rohstoffe von vielen internationalen Unternehmen. Weitere Kunden könnten hinzukommen, weil eine zusätzliche Anwendung der neuen Verfahren in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Das Recycling von Silizium aus ausrangierten Solarmodulen. Ein Unternehmer, der ein Energiefeld angelegt hat mit Modulen, die 60 oder 75 Watt auf dem Quadratmeter erzeugen, natürlich heute bei 450 oder 500 Watt Module kaufen kann, dass er bestrebt ist, diese auszuwechseln, um einen höheren Ertrag auf die Fläche zu generieren. Das liegt sehr nahe. Und wenn man dann im Prinzip eine Recyclinglösung anbieten kann, dann ist im Prinzip allen geholfen. Echte Kreislaufwirtschaft, made in Sachsen. Klingt nach einer Entwicklung, die vielen dabei helfen könnte, den großen Hürden auf dem Weg zur Energiewende ein bisschen optimistischer entgegenzublicken.